ein Coworking Space im ländlichen Raum, ein kleines Coworking Space im ländlichen Raum, ist tatsächlich kein Businessmodell vergleichbar mit großen Städten. Finanziell kann es deshalb erfolgreich arbeiten am Ammersee, weil es vor allem ehrenamtlich betrieben wird. Also ich gehe tatsächlich zu Fuß von zu Hause hierher. Ein sehr großes Privileg, wie ich finde. Muss also nicht mit dem Auto fahren, muss mich nicht in den Stau stellen. Ich komme hierher, klappe meinen Laptop auf, muss mich da nicht um vieles kümmern und kann dann direkt losarbeiten, beziehungsweise meistens beginne ich den Tag mit einer Tasse Kaffee hier und genau, gehe dann meiner Arbeit nach. Also wie finanziert sich ein Coworking Space, das Ammersee-Denkehaus? In der Gründungsphase war es wichtig, dass sich eine Genossenschaft gebildet hat. Das heißt also, die Gründer haben Anteile verkauft, so eine Grundfinanzierung geschaffen. Dann gab es natürlich auch ein paar Bankkredite. Und ganz wichtig war natürlich auch die Leaderförderung, die hier also das Ammersee-Denkehaus als wirtschaftliches Unternehmen gefördert hat. Also das Innovationsquartier ist dadurch entstanden, dass es hier ein Leerstand war und eine medizinische Nachnutzung aufgrund der komplizierten Raumverhältnisse nicht möglich war. Und dafür waren dann andere Konzepte notwendig, um was Intelligentes mit diesem Gebäude zu machen. Und wir haben daraus ein Innovationsquartier gemacht, ein Maker Lab integriert, um Wirtschaftsimpulse zu setzen und neue digitale Branchen im Ort anzusiedeln. Wenn man sowas als Kommune betreiben möchte, so ein Projekt, dann ist eins ganz wichtig, dass es nicht im klassischen Verwaltungsapparat läuft. Das heißt, es braucht eine ganz klare Zuordnung des Gebäudes, beispielsweise zu einer Wirtschaftsförderung, die dann auch das komplette Paket macht, also die Mietverträge auch macht, die Kündigungen vornimmt, die einfach das Gebäude managt. Es muss alles aus einer Hand kommen und es darf nicht in einer Kette von bürokratischen Prozessen aufgerieben werden. Das ist der dringlichste Rat, den ich an alle Kommunen weitergeben würde, die so ein Gebäude betreiben wollen. Ich glaube, ein eigenständiges Coworking Space wird im ländlichen Raum sehr, sehr schwer bis gar nicht funktionieren. Coworking muss hier als eine Art Erweiterung eines funktionierenden Geschäftsmodells versucht werden. Das kann zum Beispiel die Gastronomie, die Hotellerie oder auch eine kommunale Einrichtung sein, beispielsweise eine Bibliothek. Und die praktizieren Coworking dann vielleicht in einem Teil ihrer Gebäude. Was ich als Rat mitgeben würde, was man vielleicht bei der Gründung eines Coworking Spaces bedenken sollte, speziell glaube ich im ländlichen Raum, wäre super, wenn man so 3 bis 4 Leute hat von Anfang an, die das Ganze mitbeleben wollen, also die Lust haben drauf und die, wo dann auch jeder vielleicht einen Teilbereich übernimmt, so dass sich das auf mehr Schultern verteilt, weil man einfach schon ein bisschen einen langen Atem braucht, glaube ich, gerade im ländlichen Bereich, bis das so richtig bei der Bevölkerung ankommt.